0 beide, erster Satz. From Sanu, 15 minutes. Das ist natürlich für Sie eine völlig neue Situation hier. Ich stand noch niemals in einem Finale eines so großen Turniers. Was machen die Nerven? Der spanische Coach von Conchita Martinez. Die beiden arbeiten seit 1997 zusammen. Alles gut. 30 Minuten. Wieder so ein Winkel. Spiel Martinez. Da wieder die unterschiedliche Rückhand zwischendurch von Conchita Martinez, die hier versucht, das Spiel zu verlangsamen, die Französin aus ihrem Rhythmus rauszubringen.
Spiel Maratin. Relativ häufig. Ich hätte fast gesagt, so häufig wie Handtücher, aber das wollen wir mal sein lassen. Spiel Martins. Sie muss schon hin und wieder versuchen, ein bisschen was zu machen. Denn da unterlaufen der Spanierin wenig Fehler. Jetzt mal ein bisschen aggressiver sein. So zum Beispiel. Und komm ran. Jawohl! Wettervorhersage auch heute wieder eigentlich gut. Junge Dame, die da richtig entschieden hat. Und auch hier. Alles gut von Conchita Martinez, die da auf ihren Vorhandschuss wartet. Spielt fast nur Vorhand in dieser Phase. Und da sind wir. Ja, ja, dieses Spiel ist zu lesen. Satzball Nummer 4. Satz Martinez 6-4. First set Martinez 6-4.
45, 15 Punkte. Bravo. Und sobald sie Zeit hat, kommt Conchita Martinez mit ihrer Vorhand. Da zieht sie ihr Spielbett auf. Schauen Sie mal, wo sie steht mit der Vorhand. Und der Weg nach vorne. Klug erkannt, zum richtigen Zeitpunkt. Conchita Martinez. Also das ist so unglaublich gut gespielt, was sie... Ruhig, Mädchen. Spielball, Breakball, Martinez. Machen weg. Und wie sie das macht. Wieder. Conchita Martinez immer nur mit der Vorhand in derartigen Situationen. Vorteil Martinez. Einstand gewiss. Nachdem sie als Nummer 65 nach Berlin kam. Der Martinez geht so genau heute.
30, weiter. Leichter gesagt als getan. 40-15, vier beide, zweiter Satz. Piercing. 40-0, Gabriel Orpi, der spanische Trainer von Conchita Martinez, die Spanierin vor ihrem 29. Grand Prix-Erfolg. Auch eine stolze Sache. Martinez. 6-4 Erfolg für die 26-jährige Spanierin. Nicht unverdient. Sie hat hier ein insgesamt ausgezeichnetes Turnier bestritten. Sie bedankt sich beim Publikum. Toller Erfolg. Erstmal Sieg bei den